Ahoi, ich bin Stefanie Henke und ich kandidiere für die Piratenpartei im Wahlkreis Dresden 1 für die Bundestagswahl. Weil ich das Feld nicht den großen Parteien überlassen, sondern mit Themen setzen und den Diskurs mitgestalten will. Wir brauchen eine konsequente Wende in unserer Politik, was den Klimaschutz angeht. Mit halbherzigen Maßnahmen können wir nichts mehr ändern. Weil ich aus der Informatik komme, versuche ich vor allen Dingen Lösungen zu finden, die Klima und Technik verbinden. Deshalb fordere ich sinnvolle Lieferkettengesetze und ein Recht auf Reparatur für unsere Haushalts- und technischen Geräte. Und weiterhin müssen wir endlich anfangen, auf die ExpertInnen zu hören. Ein gutes Beispiel hierfür sind die 117 Forderungen der For Future-Gruppen in Dresden. Wir haben eine Regierung, die seit Jahrzehnten die Digitalisierung und den Netzausbau verschlafen statt verstanden hat. Und diese Regierung will trotzdem immer mehr Daten von uns. Sie will Sicherheitslücken beibehalten, um Staatstrojaner weiterhin zu ermöglichen. Sie will Chatkontrollen. Sie will ab diesem Monat jetzt verpflichtend einen Fingerabdruck in unserem Personalausweis und so viel mehr. Aber die Datensammelei wird nicht nur vom Staat betrieben, sondern auch von privaten Konzernen wie etwa Google, Amazon und Facebook. Privat versuche ich deshalb, mich von Google und Co. fernzuhalten und nutze vor allen Dingen quelloffene und dezentrale Messenger wie XMPP und bei Social Media das Fediverse. Weil diese Dienste sind nicht nur sicherer, sie ermöglichen auch den Nutzenden, Teil des Netzes zu sein. Sie ermächtigen die Nutzenden. Und so wünsche ich mir auch unsere Gesellschaft, dass alle die Möglichkeit haben, sich einzubringen. Egal welche Hautfarbe, welches Geschlecht, Alter, welchen gesundheitlichen Status sie haben. Ein gutes Beispiel hierfür ist das Recht auf körperliche und sexuelle Selbstbestimmung. So können immer noch nicht alle Männer, die mit Männern schlafen, Blut spenden oder Schwangere Schwangerschaftsabbrüche legal durchführen lassen. Oder was wir mit Transsexuellen in Deutschland machen, ist einfach nur beschämend. Deshalb setze ich mich dafür ein, dass alle Menschen, so wie sie sind, Teil dieser Gesellschaft sein können. Weil wir alle Menschen sind.